Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Wir wollen jetzt von Magic 2 auch noch so einen einzelnen Empfänger unboxen. Ich habe zwei davon, aber wir brauchen logischerweise nur einen unboxen. Ist ja das Gleiche. So, jetzt müssen wir erstmal hier so Plastik abmachen. Und gucken wir mal an, was da so mitgeliefert wird. Und morgen geht es dann halt, habe ich in den Videos davor ja schon gesagt, zu meinen Eltern. Und da wird die ganze Devolo-Sache angeschlossen und eingerichtet. Also einrichten wird, werdet ihr sehen, das ist kinderleicht. Wir haben eine Bedienungsanleitung, wir haben den Empfänger. Und hier unten haben wir dann auch nochmal Warning Card und so. Das brauche ich jetzt, denke ich mal, nicht rausholen. So, wartet. So. Gesteuert oder einstellen könnt ihr die Geräte dann logischerweise über die Devolo Cockpit App. So. Oder Cockpit Programm gibt es ja auch für den PC. Das ist eigentlich das gleiche wie das. Ja. Wie das DLAN 1200 Plus, plus dass halt hier Magic drauf steht, hier Magic 2, also Magic 2 steht nicht, hier steht nur Magic, Wi-Fi, wir haben zwei LAN-Anschlüsse, wir haben WLAN mit drin, wir können hier verbinden und hier WLAN an- und ausschalten, hier können wir mit dem Netzwerk verbinden, wenn wir was hinzufügen wollen, das leuchtet weiß, wenn es im Netzwerk eingebunden ist, wenn ihr das ausschalten wollt, ihr könnt das auch ausschalten, dass es nicht leuchtet, das ist auch kein Problem. Das müsst ihr dann über die Devolo Cockpit App machen, beziehungsweise Cockpit Programm. So, ich bin mal gespannt, wie es richtig läuft. Also hat er mehr Geschwindigkeit als die Devolos davor. Wir haben hinten auch den Wi-Fi Key und den Namen, der ist jetzt hier zum Beispiel Devolo Magic 2 Wi-Fi 2-1 und dann haben wir halt einen Code, den wir eingeben können. Den können wir aber auch ganz problemlos ändern. Das will ich euch mal kurz noch was zeigen. Wenn der euch zu lang ist oder so oder ihr wollt den gleichen, ich werde natürlich den Code ändern, weil ich richte es bei meinen Eltern ein. Ich werde das gleiche machen wie in der Fritzbox, dass es für meine Eltern leichter ist. Weil die haben damit immer, ihr kennt Eltern, die haben damit Probleme. So. Und hier können wir dann den neuen Key reinschreiben. Und dann hebt man die Verpackung einfach auf. Oder packt das Heft in den Schrank. Und dann kann man halt den Key auch jederzeit nachlesen, wenn man den vergessen hat. Das finde ich sau gut. Das war beim 1200 Plus war das nicht so. Da konnte man den Key nicht notieren auf dem Heft. Da hatte ich es dann separat aufgeschrieben. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Wie gesagt, ich habe Gigagate, ich habe Devolo, also Gigagate von Devolo, ich habe die 1200, da habe ich im Einsatz und es ist nie irgendwie Ausfälle, waren nie irgendwie Ausfälle, es war immer gut und das sage ich nicht, weil ich gratis gekriegt habe. Das ist wirklich meine eigene persönliche Meinung und ich möchte euch halt nicht anlügen, möchte halt jetzt nicht, nur weil ich es gratis gekriegt habe, irgendwo einen Fehler suchen. Möchte ich nicht. Ich möchte nur meine Meinung kundtun und mit meine Meinung ist, es läuft super. Es ist neue Geräte super einzubinden. Wenn es einmal eingestellt ist, Update automatisch gemacht, werden Updates automatisch gemacht, wenn man es möchte. Man kann es auch ausschalten. Es läuft. Es läuft richtig super. Moment. So, meine Frau. Ihr habt Essen. Also nicht für mich, also die Kleine wird gefüttert. Ja, ich möchte, also ich kann euch nur sagen, wie gesagt, das läuft bei mir seit mehreren Jahren im Einsatz. Magic 2 ist natürlich eine Weiterentwicklung. Wir haben viel mehr Bandbreite im WLAN-Bereich und im DLAN-Bereich wurde auch noch mal ein bisschen rausgekitzelt. Soll noch ein bisschen, noch mehr stabil, noch mehr Power sein. Ich bin mal sehr gespannt, weil meine Eltern haben halt, wie gesagt, das Problem, die haben ein Haus über mehrere Etagen. Mein Bruder hat oben kein WLAN. Es kommt kaum was an. Und er kann die Sky-Mediathek nicht nutzen. Er hat Sky und kann seine Mediathek nicht nutzen, weil einfach nichts ankommt. Die haben wirklich dicke Wände und die Fritzbox steht am Eingangsbereich. Und bis in den ersten Stock kommt es überhaupt nicht hoch. Vor allen Dingen nicht bis hinten hin, wo die Zimmer sind. Und viele von euch haben ja gefragt, ob ich da mal Videos machen könnte. Das kann ich jetzt machen.
werde ein Einrichtungsvideo machen, ich werde euch das Cockpit zeigen, ich werde, was werde ich noch machen? Cockpit werde ich euch zeigen, ich werde das einstellen mit euch zusammen. Ich hoffe, dass das alles so klappt. Ja, ich habe dann kein Mikrofon und so. Ich muss mal gucken, wie ich das alles mache, weil ich bin ja dann bei meinen Eltern, wie gesagt. Aber das wird dann ein Langzeittest und ich kann euch dann wirklich sagen, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert, das empfehle ich nicht. Und ich denke mal, wenn ich habe mit Devolo eine gute Erfahrung. Wenn es läuft, läuft's. Die Updates werden automatisch gemacht, da werde ich keine Probleme haben, denke ich. Meine Eltern sind halt mit Technik nicht so. Und deswegen muss halt alles rundum laufen. So, aber nichtsdestotrotz, ich verquatsch mich schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns in den nächsten Videos, die, denke ich mal, Devolo-Videos sein werden. Wie gesagt, ich werde morgen dahin fahren, anschließen, einrichten, Cockpit. Und dann werde ich euch auf dem Laufenden halten, ob irgendwas passiert ist, was passiert ist und wie man es vermeiden kann und. Da mal gucken. So, ich bin dann weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.